hier auf meinem Kanal. Ich habe heute endlich das Video zu meinem riesen Cosmetic for Less Haul. Und zwar, wir haben nicht online bestellt, sondern ich war persönlich in Hamburg und habe mir diesen Cosmetic for Less Shop angeschaut. Ich weiß, dass Cosmetic for Less eigentlich die meisten Produkte über online natürlich verkauft. Die haben super Make-up-Marken, Make-up Revolution Pro, Make-up Revolution. Ich glaube, LA Girl ist dort, Milani. Die haben auch Nabla mittlerweile. So viele Marken versammeln sich dort auch in dem Shop. Ich habe allerdings Nabla zum Beispiel das erste Mal dort auch anschauen können. Ihr könnt halt in diesem Cosmetic for Less Laden in Hamburg, das befindet sich im Phoenix Zentrum. Ich schreibe auch gerne die Adresse euch mal unten rein. Falls ihr in Hamburg seid, geht auf jeden Fall vorbei. Ich werde euch hier immer wieder, während ich rede, werde ich euch ein paar Bilder einblenden, damit ihr praktisch einen kleinen groben Überblick darüber bekommt, wie schön der Laden ist. Ich kann euch nur Folgendes sagen. Ich war unglaublich aufgeregt, als ich überhaupt nach Hamburg gegangen bin. Und ich wusste, dass es dort einen Cosmetic for Less Shop gibt. Also habe ich mich dafür entschieden, am Samstag, am Geburtstag meines Mannes, praktisch ihn zu bitten, dass ich praktisch in dieses Phoenix-Zentrum gehe. Das ist ein wunderschön, total strukturiertes Einkaufszentrum, wo ihr auch super lecker essen könnt. Also ihr geht unbedingt in die Food Lounge, da könnt ihr super geil, vor allem chinesisch essen. Da gibt es so eine Art Buffet, das ist so lecker und frisch. Und das sagt eine Halbthailänderin, wo ich wirklich sehr picky mit meinem Food bin. Und ich war dann dort in diesem Laden. Und schaut euch bitte die Bilder dazu an. Was ich euch direkt bitten möchte, wenn ihr praktisch dort seid, ich war ja direkt um 9:30 dort, war praktisch direkt bei der Eröffnung da, wenn der Laden halt aufmacht, wenn ihr zum Beispiel Bilder machen wollt oder einfach das teilen möchtet auf Instagram, dann bitte fragt, ob ihr auch Bilder machen dürft, weil das war sehr, sehr nett. Also ich bin zu der Verkäuferin hin, es war eine ganz, ganz nette, habe sie gefragt, hey, ich habe einen kleinen YouTube-Kanal, könnte ich vielleicht ein paar Bilderchen machen und ein kleines Mini-Filmchen, dann könnt ihr das auch gucken, damit ich halt meinen Abonnenten das zeigen kann, damit, falls sie mal in Hamburg sind, sie vielleicht auch hier einen Abstecher machen. Ha, ja, das ist voll nett, dass du mich fragst und so. Und es ist einfach, Leute, mega unhöflich, wenn Leute, also wenn ich jetzt shoppen gehe und da würde plötzlich eine riesen Kamera oder ein Handy auf mich gerichtet sein und ich denke mir, yo, mach mal weg. Ich würde das total verstehen, deswegen fragt doch einfach, die sind wirklich auch bedacht darauf. Also ich habe ein Bild gepostet und Cosmetic for Less hat mir direkt Response, hat auch so süße Herzchen geschickt und so. Vielen, vielen Dank, liebes Cosmetic for Less, das hat mich wahnsinnig gefreut. Und ich hoffe, dass dieses Team auch dieses Video sieht, das wäre so, so toll, weil ich mir echt so viel Mühe damit mache, wirklich absolut tolle Videos zu machen, dass ihr auch Bock habt, dorthin zu gehen. Ich habe eine super Beratung bekommen. Es ist halt so, ihr kommt da rein und wenn ihr Produkte möchtet, rein theoretisch könnt ihr euch die Tester von diesen Produkten in die Körbchen legen und die Originalprodukte werden euch, ihr seht ja praktisch diese Schubladensysteme, also ihr, um halt auch Diebstahl, ich denke mal, zu vermeiden, weil es halt viel Make-up, was da rumfährt, bekommt ihr diese Sachen praktisch über diese Schubladen ausgehändigt und somit könnt ihr dann praktisch einfach auch auf die Sachen sauber und ohne, dass es kaputt ist, ungeswatcht, was ich ja mega, mega ekelhaft finde. Mittlerweile machen das immer mehr Mädels, excuse me, dass die mit ihren Finger in solche frischen Paletten gehen, die swatchen. Somit werden sie für den Hersteller, wie auch für Cosmetic for Less, für den Shop halt unbrauchbar. Und egal, ob das eine 2-Euro-Palette oder eine 20-Euro-Palette ist, bitte lasst eure Finger da raus. Das ist einfach mega ekelhaft, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich hätte mir jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt, ich habe mir ja von Love Cosmetics diese Eye Evotion Palette, die war ja eingeschweißt. Wenn ich mir vorstellen würde, da wären 3 Farben geswatcht und ich habe die schon zu Hause liegen, ich glaube, ich könnte die Farben gar nicht mehr benutzen, weil an den Fingern einfach die meisten Bakterien einfach dran sind. Da könnt ihr es aber nicht benutzen. Ich werde euch definitiv immer wieder mal sowas einblenden oder so, aber jetzt zeige ich euch mal dort, was ich gekauft habe, was und was für Aktionen ich zum Beispiel nutzen konnte. Ich bin an einem Samstag gegangen, meine Lieben, und ich hatte wahnsinniges Glück. An diesem Samstag gab es die ganze Woche 20%, genauso wie im Online-Shop bekommt ihr eigentlich die Rabatte auch im Shop selber. Ihr habt 20% auf alle Items im ganzen Laden bekommen. Plus, dass ihr, wenn ihr ab 35 Euro eingekauft ist, habe ich noch eine komplette Mystery Bags bekommen. Ich habe natürlich schon reingeguckt, weil ich viele Sachen entpacken musste. Und ich zeige euch sehr, sehr gerne, was ich jetzt hier eingekauft habe. Und zwar, jetzt fangen wir mal an. Da gab es ganz, ganz viele total rabattierte Sachen, die ich natürlich mir auch mal ansehen wollte. Und zwar von MUA, Makeup Academy, habe ich mir 2 solche Highlighter mitgenommen.
Und zwar habe ich mir so einen goldenen und einen bläulichen mitgenommen. Und zwar, ich fand den so schön. Und zwar ist das eher nicht so als Highlighter für meine Haut gedacht, sondern als, ehrlich gesagt, für Inner Corner. Wie krass. Also ich fand die sowas von geil, sage ich euch. Also auch von der Qualität her fand ich die super. Schaut mal. Die fand ich super. Und Leute, die haben gekostet, ich glaube, 2,50 € das Stück. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich heftig. Also das waren super krasse Highlighter. Wie gesagt, ich habe, glaube nur, ich glaube pro Stück, ich glaube 2 € irgendwas bezahlt. Also es war total günstig. Und dann habe ich mir noch gekauft. Ah, dann hat mir Bananenpuder gefehlt und ich habe mir das Banana Dreams Loose Powder von W7. Von W7 haben sie allerdings nicht so viel gehabt, einige neuere Paletten, aber ansonsten war nicht so viel da im Laden, wie ich es halt online gesehen habe. Die haben hier das Banana Loose Powder, die Bestseller zum Beispiel, haben sie auf jeden Fall dort. Das ist ein sehr, sehr cooles Puder. Ich habe das auch schon benutzt. Und zwar, das riecht tatsächlich leicht bananig. Es ist ein sehr, sehr feines Puder. Und ich konnte damit super baken, also richtig, richtig geiles Produkt. Dann habe ich mir, oh Gott, dann bin ich total eskaliert und zwar bei LA Girl. LA Girl ist ja eine Marke, die ich wirklich irre geil finde, weil ich habe, also meine Lieblingsfoundation ist die Pro Matte Foundation von LA Girl in der Farbe Medium Beige und ich habe mir nochmal 2 Farben gekauft gehabt, die waren aber viel zu dunkel. Und ich habe mir jetzt Blushes mitgenommen. Und zwar einmal den Blush Just Playful. Das ist so ein bisschen eher cool-toned Rosé-Holz. Dann habe ich mir Just Radiant. Der Radiant ist so Nars Orgasm Style. Das ist praktisch so ein Rot. Ich habe die auch noch gar nicht ausgepackt, Leute. Nur ich weiß 100%, dass die nicht schlecht sein können. Also ich habe die im Laden geswatcht. Irre, sage ich euch. Die waren genau perfekt. Und dann habe ich mir noch einen mitgenommen, wo ich mir sicher bin, dass der schon eines echt meiner Favorites wird. Die sind wirklich groß. Also ihr kriegt wirklich 7 Gramm Rouge. 7 Gramm Rouge. Da könnt ihr euch rouschen, bis ihr 70 seid. Also das ist echt heftig. Also es ist echt viel Produkt drin und wirklich ein ganz, ganz tolles Packaging. Alles ist zugeklebt bei Cosmetic for Less. Also ihr werdet nicht geswatchte Ware bekommen. Das ist für mich echt so wichtig geworden. Dann habe ich mir nochmal, weil das natürlich da rumstand, das Lose Poder von Makeup Revolution geholt. Da könnte ich sogar mal ein Full Face mittlerweile machen. Ich glaube, das mache ich mal, ein Full Face auf Makeup Revolution. Und zwar das Luxuries Powder Banana. Und das Allercoolste, ich habe viele Sachen, die ich halt online gesehen habe, habe ich mich halt trotzdem nicht getraut, mich einfach so zu kaufen, weil ich dachte mir, wenn ich ein Pigment für 5 € kaufe, ist das halt auch richtig Geld. Und ich habe mir eine Reihe an Pigmenten gekauft und ich zeige euch sehr, sehr gerne welche. Ich habe hier von den Glitterbombs welche gekauft und zwar einmal die Farbe Interrupted. Das ist so ein richtig tolles Gold. Ich habe übrigens übelst coole Chromnägel gekriegt. Seht ihr das? Übel cool. Das ist so ein richtig, richtig tolles Gold und gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe auch den passenden Kleber dazu gekauft. Dann habe ich hier noch die Farbe. Ich hoffe, dass ich das. Ah, hier. Das ist so ein richtig tolles, ich sage immer Konfetti-Farben. Das ist in sehr, sehr vielen Farben. Was halt sehr, sehr geil ist bei diesen Produkten von Makeup Revolution ist, die haben da oben einen ganz tollen wie Salzstreuer und ihr macht euch da ein bisschen Produkt hier drauf. Und das klappt wirklich wahnsinnig gut immer. Und dann habe ich mir 4 der Pigmente mitgenommen. Pigmente sind praktisch im Prinzip lose Lidschatten, die ihr praktisch mit einer Art Base drauf gebt. Aber das ist halt wirklich so krass vom Ding her. Ich habe mir jetzt hier einmal die Farbe Back and Call mitgenommen. Das ist ein wunderschönes, ähnlich wie die Nägel, Rosenholz mit so einem goldenen Shift. Dann, das ist ein Dupe zu einem MAC-Pigment, das weiß ich 100%. Und der heißt Money Tree. Das ist eine Farbe, die blau-rot-braun changierend ist. Total geil. Dann habe ich mir noch einen mitgenommen in einem, ich sage immer, Fairy Honeymoon Weiß. Das ist ein Weiß mit grün-pinkenem Shift. Wie gesagt, das sind Pigmente. Das sind praktisch diese losen Puder praktisch. Und dann habe ich mir noch einfach einen Bronzing-Ton mitgenommen, das Sass Queen. Lose Pigmente könnt ihr auch grundsätzlich auch als Highlighter benutzen. Also das heißt, habt ihr zum Beispiel auch so ein, ja, so ein Rosé oder so ein richtiges Champagner als Pigment, könnt ihr das rein theoretisch auch als Rouge benutzen oder als Highlighter. Und dazu habe ich mir auch den Glitterglue gekauft, weil
Der hat halt mal eben knallhart die Hälfte gekostet wie so ein Nyx Glitter Glue. Und ich kann euch verraten, der funktioniert unnormal gut. Ich habe ja für König der Löwen folgenden Look geschminkt. Und das war wirklich eines der besten Kreationen, die ich je gemacht habe. Leider habe ich an dem Tag habe ich aber Glitzer nicht eingearbeitet, habe aber ein bisschen von den Pigmenten eingearbeitet und so. Da kommt übrigens auch noch ein Tutorial online und ich denke mal am Montag, ich habe im Hotelzimmer für euch gefilmt, das war richtig cool. Und dann habe ich zum Beispiel noch einen 5 € Rabattcode bekommen. Ja, also wenn ihr also nochmal gehen würdet dort, dann könntet ihr praktisch da noch viel günstiger einkaufen. Dann habe ich 2 sehr günstige Lippenstifte gekauft und zwar auch von der Marke MUA Luxe. Das ist eine Marke, die soll wohl rausgehen bei Cosmetic for Less und deswegen gab es sie auch so günstig, was allerdings überhaupt nicht bedeutet, dass die schlecht ist, die Marke. Das kann ich euch gleich demonstrieren, wenn ich in diesem Leben mal diese Folie abkriege. Und zwar, das sind wirklich tolle Verpackungen, also die Lippenstifte sind ganz toll verpackt. Ich swatch euch mal einen davon und zwar habe ich hier so ein Rot. Das ist ein wirklich tolles Packaging, also richtig schön MUA und ihr könnt auch sehen, die Farbe. Und was mich halt so beeindruckt hat, ist der Swatch. Also ich habe den geswatcht und der war einfach so cremig. Fühlt sich auch sehr, sehr gut auf den Lippen an. Also ich habe mich hab das auftragen lassen und fand einfach auch den Swatch so cool. Die sind richtig tolle Lippenstifte, schön durchgängig. Ich habe mir einmal ein schönes Rot und auch ein Orangerot mitgenommen. Dann habe ich mir noch 2 Produkte mitgenommen und zwar wollte ich die mal testen. Ich habe mir von den Wickedly Divine Liquid Lipsticks von LA Splash habe ich mir mal was mitgenommen. Und zwar sind das folgende richtig krasse Farben. Und zwar, ich zeige euch mal das Packaging. Das Packaging ist wie folgt. Es sieht ein bisschen aus wie so ein, ich sag immer, wie so ein kleiner Zauberstab. Das ist wirklich Magie für die Lippen in einem Tube. Und zwar, ihr habt hier so einen schönen, ich könnte da Lingavium Leviosa mäßig tatsächlich was verschwinden lassen. Ich habe mich hier für 2 Farben entschieden. Und zwar einmal in dieser Farbe, The Wrath. Das ist praktisch die Farbe 920. Das war ein so wunderschöner, metallischer Rotton, Leute. Ich habe den auch getragen, leider kein Tragebild davon, aber so schöne, also das sind wirklich qualitativ krasse. Also die kosten fast 10 Euro, habe aber jetzt 2 Farben rausgesucht, wo ich auch wirklich tragen würde. Also ich habe mir wirklich, weil ich da 20% habe, dann 8 Euro bezahlt und so. Und ich wollte halt unbedingt diese Mystery Bags mitnehmen und habe hier die Farbe Bloodthirst. Und das sind halt so typische Jenny Farben, das ist so ein bisschen, ich sage immer mein Calabasas Dupe. Und dieser wunderschöne Metallic, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Sehr, sehr leicht auf der Lippe, wirklich schön im Auftrag. Hellere Lippenstifte finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Die sind nicht ganz so opaque auf der Lippe, aber das hat super geklappt. Und dann habe ich mir noch die Farbe Sand in meiner LA Pro Matte Foundation. Diese matte Foundation ist wirklich von Casey Holmes auch sehr oft empfohlen worden. Das ist wirklich eines der besten Drogerie-Foundations, die ihr kaufen könnt, wenn ihr sehr, sehr ölige Haut habt. Ölige Haut ist immer sehr, sehr schwierig zu bändigen, wenn ihr nicht richtige Primer oder nicht richtiges Make-up dazu tragt. Ich persönlich trage sehr, sehr häufig diese LA Girl. Ich glaube, heute... Ich weiß gar nicht, was ich heute drauf habe. Ich glaube, ich habe die Pro Matte drauf in Medium und habe heute halt sehr viel Bronzer aufgetragen, weil ich gerade ein bisschen Problem habe mit meinem Farbmatch. Aber diese Farbe, denke ich, wird perfekt sein. Die ist einen ganzen Ticken dunkler wie Medium Beige und mir gefällt die wahnsinnig gut. Zu meinem ganzen Haul, was ich euch jetzt gezeigt habe, ja, habe ich, wie gesagt, eine Mystery Bag gekriegt. Das ist praktisch einfach eine ich sag mal, Zusatzleistung, die ihr bei Cosmetic for Less bekommt. Und ich zeige euch sehr, sehr gerne, was ich da drin hatte. Mystery Bag habt ihr bekommen, wenn ihr 35 Euro im Cosmetic for Less gelassen habt. Und ich kann euch sagen, es waren mehr wie 35 Euro, aber ich habe auf jeden Fall tolle Sachen bekommen. Ich packe die erstmal alle aus und zeige die euch. Sachen, die ich hier nicht von gebrauchen werde, werde ich entweder verschenken oder wie immer in die Giveaways packen. Fangen wir mal an mit einer Palette. Freedom Makeup geht ja raus beim Makeup Revolution und die haben mir eine ganz tolle Palette eingepackt. Und zwar ist das so eine richtig tolle, movige, kühle Palette und ich bin gespannt, ob die was taugt, denn ich habe gar nichts von dieser Marke. Dann habe ich das Brow Kit bekommen von Freedom Makeup in diesen
wie heißt das, in diesen Mystery Bags sind oft zum Beispiel aussortierte Waren oder so drin, aber das macht überhaupt nichts. Hey, einem geschenkten Gaul schaut man dir ins Maul, so sieht's aus. Dann habe ich hier noch eine Braunpalette, wo ich allerdings noch, die ich gar nicht nutzen kann, weil diese Töne hier für mich nicht warm oder nicht dunkel genug sind. Das heißt, das wird definitiv eine Freundin gehen, die blond ist. Dann habe ich hier eine Pro Strobe Contouring Palette. Und zwar auch von Freedom Makeup. Wie gesagt, die gehen ja raus. Und die werde ich gerne testen. Da sind nämlich die Töne nämlich ganz cool. Ich habe hier so eine Konturierpinsel gekriegt und ist auch ganz gut. Habe hier noch so einen Bronzer drin und so ein bisschen so ein dunklerer Bronzer. Ich denke, dass ich die ganz gut testen kann. Ich hatte noch in meinen Täschchen drin, also in mein Einkaufstäschchen, diese drei Single-Lidschatten drin. Ich mag die übrigens wahnsinnig gerne. Ich habe davon einige, die ich damals auch von Mystery Bags bekommen habe. Und die sind wirklich, wirklich nicht schlecht. Dann habe ich noch einen roten Freedom-Lippenstift gefunden. Den Ton, den habe ich hier zum Beispiel ganz, ganz oft gekauft. Das ist die Farbe Base. Der ist wirklich geil. Und dann habe ich hier noch einen Make-up Revolution Lip-Lacquer in der Farbe Salvation. Geht auch in die Giveaways. Und dann habe ich mir einen, hat einen Lip Lava Molten Chocolate. Leute, der riecht so lecker nach Schokolade. Und das ist, ich habe den ja schon mal benutzt. Das ist wirklich, das ist so ein Drück-Lippenstift, ja, so ein Drückding. Das einzige Problem, was ich halt bei dem Produkt habe, ist, dass ich nie sehen könnte, wie gleichmäßig meine Lippe aussieht. Das wäre so ein bisschen ein Problem bei mir. Ansonsten wirklich tolle Produkte. Also ihr seht ja auch zum Beispiel, diese sind sowas von schön am Trocknen. Ihr könnt da drüber wischen, geht nur ganz wenig weg. Das war auch mein Cosmetic for Less Haul. Wie gesagt, ich habe wahnsinnig viel Spaß in dem Laden gehabt. Die Leute waren mal, also damals war ja nur eine Verkäuferin morgens da. Da kommt irgendwie ab einer gewissen Uhrzeit eine zweite dazu. Ihr werdet sehr gut beraten. Sie zeigt euch alles, sie empfiehlt Sachen. Sie kann auch zum Beispiel über diese, die hat sie mir empfohlen, deswegen habe ich sie mitgenommen. Bin wahnsinnig zufrieden gewesen, habe auch wirklich überhaupt nichts zu meckern dort gehabt. Und kann euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr da mal wirklich dabei seid, in Hamburg irgendwie Urlaub zu machen, dann geht doch da einfach mal vorbei. Es ist auch so ein tolles Gefühl, wenn ihr einfach in einem Laden seid, wo ihr halt einfach alles anpacken könnt. Da gibt es auch tolle, die, also ganz viele Chocolate-Fälschungspaletten von Make-up, iHeart-Make-up. Alle iHeart-Make-up herzchenförmigen Blushes konntet ihr dann angucken. Von Make-up Revolution sehr, sehr viel. Es gab wahnsinnig gute Angebote, also auch mega reduzierte Sachen. Also, und für die 20%, ich habe halt wirklich für einen dann nur noch 4 € gezahlt. Das ist dann wirklich, wirklich ein tolles Angebot gewesen. Ihr könnt dort alle Sachen, die ihr habt, auch wirklich swatchen, anfassen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr große Hilfe. Und ich hoffe, wie gesagt, dass euch es einfach wahnsinnig viel Spaß macht, euch von mir irgendwie anstacheln zu lassen, da nach Hamburg zu fahren. Wir werden definitiv nächstes Jahr wieder dorthin fahren. Wir haben gesagt, dass wir definitiv nochmal im Make-up Revolution in dem Cosmetic for Less Laden spazieren gehen möchten, weil ich bin mir sicher, dass es nicht das letzte Mal ist, dass ich in Hamburg war. Hamburg war eine wunder, wunder, wunderschöne Stadt, ein wunderschöner Ort, Zweisamkeit zu genießen. Und ich hoffe, ihr gönnt euch diese Zeit auch. Nehmt euren Partner, setzt euch vom Alltag ab und geht einfach mal raus in die Welt und schaut euch mal andere Flecken an, wie nur euer Stuttgart, euer Zuffenhausen, euer Ludwigsburg oder euer Hamburg. Guckt euch einfach Flecken an auf dieser Welt, die einfach wahnsinnig unique sind. Ich finde, Hamburg hat einen ganz eigenen Flair und einen absolut krassen Charme. Geht da einfach mal hin, lasst euch einfach verzaubern und verwöhnen. Geht vor allen Dingen in ein Musical. Das ist absolut ein Muss, wenn ihr dort seid. Die Elbphilharmonie war auch wunderschön. Also von weitem war die schon unglaublich. Leider haben wir es auf die eine Seite des Hafens nicht ganz geschafft, aber wir waren nur 2,5 Tage dort. Und ich hoffe, ich gehe jetzt duschen, weil Leute, es ist so heiß hier drin. Ich halte es schon mit dem Kopf mehr aus. Und ich habe euch wahnsinnig lieb, meine Süßen. Geht einkaufen, macht den Online-Shop auf, geht bei Cosmetic for Less mal schauen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Nicht kiss-proof.